Rollschuhe sind für Anne nicht mehr wegzudenken. Schon mit 4 Jahren entdeckte sie den Leistungssport für sich. Die 16-Jährige wurde 2020 deutsche Meisterin in den Disziplinen Solotanzen und Kürlaufen in der Altersklasse Jugend-Damen. In der letzten Saison erlief sie ausschließlich erste Plätze. Für so viel Erfolg braucht man auch viel Leidenschaft. Das, was ich an diesem Sport so super gerne mag, ist, dass man einfach seinen Emotionen freien Lauf lassen kann. Man kann mit diesen Emotionen super schöne Küren auf das Parkett bringen. Man kann das Publikum begeistern und das ist auch das, was ich am meisten an diesem Sport liebe. Mit mehr als 1000 Stimmen Vorsprung wurde die Rollkunstläuferin zur Sportlerin des Jahres in Wolfsburg gewählt. Ich bin ganz stolz auf Anne. Ich freue mich ganz dolle, dass sie Sportlerin des Jahres geworden ist und somit eben auch eine Bestätigung bekommen hat für ihren Fleiß, den sie die ganzen Wochen, Jahre, Monate hier aufbringt. Ich bin natürlich jetzt gerade nach dem Erfolg bei der letzten deutschen Meisterschaft bin ich natürlich super stolz auf Anne, denn wir waren das Jahr davor, war sie schon Vizemeisterin geworden im Solotanzen und das war so eine knappe Entscheidung und jetzt war es nochmal Kopf an Kopf bis zur Rennen, bis zur Kür und dann halt eben, sag ich mal, es wirklich in dem Moment wieder auf den Punkt zu bringen und durchzubringen. Für mich war es auch einfach der erste deutsche Meistertitel. Als ich überhaupt gehört habe, dass ich an dieser Wahl teilgenommen habe, habe ich mich mega, mega, mega dolle gefreut und war sehr, sehr glücklich alleine über diese Nominierung. Und für mich stand eigentlich von Anfang an fest, dass ich dieses Ding nicht gewinnen werde. Und als ich dann den Anruf bekommen habe von einem Freund, dass ich hier gewonnen habe, war ich erstmal komplett schockiert und war so, wie, du verarschst mich doch gerade und so. Und dann habe ich es auch ein paar Tage später dann in der Zeitung gelesen und war mehr als glücklich darüber. Und für mich kam das Ganze sehr überraschend, ja. Schon früh erkannte man Annes Talent und sie entwickelte ihren eigenen Stil. Ich denke, ja, man hat schon früh erkennen können, dass in Anne eine ganze Menge Talent fürs Rollschuhlaufen steckt. Das kann man meistens schon, sag ich mal, anhand der Körperspannung, wenn jemand, sag ich mal, recht mutig sozusagen auf den Rollschuhen sich abdrückt und halt eben nicht zu vorsichtig die ganze Zeit läuft. Das konnte man schon ziemlich schnell sehen. Anne hat auch einen sehr besonderen Stil zu laufen. Sie läuft sehr weich, sehr tief im Knie. Das unterscheidet sie doch auch von anderen Läufern. Ich glaube, Annes besonderer Stil, gerade jetzt im Solotanzen, ist, dass sie sehr auf den Punkt laufen kann. Sie kann Musik und Bewegungen umsetzen, so dass sie nicht nur weich und sehr schön auf die Melodie, sondern auch halt mit ein bisschen Angriff, mit so Attack, sag ich mal. Für ihren Erfolg trainiert sie 14 bis 17 Stunden die Woche. Ein herausforderndes Hobby, aber für Anne genau das Richtige. Es gab bestimmt schon mal Phasen, wo ich darüber nachgedacht habe, ob das jetzt so das Richtige ist, wie ich meine Zeit verbringen möchte. Aber ich kam eigentlich immer zu dem Entschluss, dass genau das ist, was ich machen möchte. Es macht mir mega viel Spaß und dann opfere ich gerne auch meine Zeit dafür. Und die meisten meiner Freunde haben dafür auch volles Verständnis. Ich glaube, das Rollkunstlaufen kann man so sehen, jeglichen Stress, den man irgendwie im Alltag hat, kann man dabei sehr, sehr gut abschalten. Im Prinzip, wenn man sich sehr auf sein Rollschuhlaufen konzentriert und auch vor allem, wenn dann die Musik angeht und man einfach nur mit puren Emotionen laufen kann und einfach das macht, was einem Spaß macht, dann ist man einfach nur glücklich.